bisschen unsicher, dass alles, also wenn ich eine Stunde 15 aufnehme, ungefähr, dass alles nur irgendwie in eine Datei zu packen. Das ist mir so ein bisschen ungeheuer. So, wie machen wir das am geschicktesten? Ich denke mal, ich laufe vor, werde sie hoffentlich alle die Aggro auf mich ziehen, dass sie ganz nah beieinander sind und dann muss Quora die Feuerbälle aber sowas von im Akkord spucken. Sag mir nicht, das sind alles fucking Fernkämpfer, ey, ihr Fotzen, ey. Damit, und ich habe da hinten eine Tür aufgehen sehen. Das ist schon mal sehr schlecht. So, bevor du aber irgendeinen Zauber anfängst, würde ich sagen, auf den da... Och, du... Nein. Ja! Und jetzt fängt er da an aus der Tür heraus. Meine Fresse. So, jetzt nochmal so ein Ding, dann lasse ich dich erstmal alleine, dann könnte sie ihn vielleicht mal... Alter, das wird nicht ein Kampf. Wow, wie viel Schaden auf einmal kam! Ja, natürlich, wenn es Fernkämpfer sind, dann bringt auch Parieren nicht viel. Das ist natürlich sehr schlecht. Da habe ich natürlich wieder ein bisschen gepennt. Aber ich habe ja zum Glück vorher gespeichert. Das heißt, wenn das jetzt in die Hose geht, dann... So. Jetzt ist die Frage... ich lasse dich mal alleine machen. Du regelst das hoffentlich. Sie muss ihn sofort wieder heilen. Das ist schon mal klar. Ist die Frage... Hoffentlich mögen Sie Überraschung. Ob ich jetzt erst da oben hingehe? Ja, ich gehe da oben hin. Hat sie ihn schon wieder geheilt? Nee, noch nicht. Gut. Dann muss ich dich mal eben... Ich kümmere mich darum. ...auf die Orks schicken und du... Musst mal eben, kannst du das überhaupt von hier, kannst du die überhaupt, musst dich mal um die Orks da hinten kümmern. Das geht von hier hinten? Das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich. Du bist noch am Heilen, dann kann ich gleich den nächsten Feuerball nach da hinten schicken. Na sowas. Damit ist die Tür auch hinüber. Du sollst nicht weglaufen, obwohl das natürlich gut gedacht ist, dass du dich an die wendest, aber ich hoffe, das macht er schon. Und er hält das aus, deswegen musst du wieder ihn heilen. Und... Zack. Gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe, weil ich denke, wir haben die Orks da gut zersäbelt. Sind hier noch Orks am Leben? Nein, dann kommt der nächste. Falle ausgelöst, das ist natürlich sehr schlecht. So, du hast keine Heals mehr, dann muss ich dich sowieso so alleine lassen. Du nimmst dann mal den Trank der leichten Wunden heilen. Oh ja, ich habe ja noch so viele Tränke und Pipapo. Da kannst du auch gleich den nächsten nehmen. Ich hoffe, Quora und Kasavir kommen da zurecht. Quora gibt mir hier gerade derbe Unterstützung, das ist schon mal gut. Also dafür, dass es jetzt mal richtig viele Orks waren, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren mal... Ups, das wollte ich nicht. Das waren schon mal zwei, hier war einer, das sind dann vier. Da waren zwei, das sind sechs. Und dann hatten wir nochmal, bestimmt nochmal vier, also es waren bestimmt zehn Orks, die wir gerade weggeknüppelt haben. Das war auf jeden Fall richtig, richtig gute Action. Also da muss ich meine Gruppe loben. Jetzt ohne mal mich da vorne ranzustellen, dass meine Taktik vielleicht ganz okay war. Leute, ihr habt richtig gut gekämpft. Also, so kann das ruhig weitergehen, würde ich sagen. So, die haben natürlich nur Kleinvieh dabei. Aber Kleinvieh macht auch Mist, wie wir hoffentlich alle gelernt haben. Dann werden wir uns mal eben ausruhen. Ich werde mir dabei mal die Karte ansehen, wie es aussieht. Also, wir haben jetzt den Raum quasi geklärt. Und hier so. Ja... Ich würde jetzt einmal gegen den, mit dem Uhrzeigersinn einmal so rumgehen. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Höhle noch was war. Aber erstmal sollten wir nochmal speichern. Mein gut, im Endeffekt war der Kampf jetzt nicht so anstrengend, wie ich gedacht hatte, dass er wird. Weil es einfach nur ein paar Fernkämpfer-Pisser waren. Und die anscheinend nicht sehr viel konnten. Hier geht's auch nochmal. Ja gut, da kommen hier sicherlich andersrum nochmal vorbei.
Und sonst... Oh, da ist eine Chest. Warte mal, wieso heißt das eigentlich Chest? Spiel ich nicht auf Deutsch? Müsste das nicht Truhe heißen? Haben da die Übersetzer ein wenig gepennt? Hm. Gut, ich habe zwar Diebeswerkzeug, habe aber noch keinen Skill in... Dingsbums. Oh, da war eine Falle drin. Deswegen muss ich sie wieder kaputt kloppen. Chance ist natürlich groß, dass ich wieder was... Ja, dass wieder was kaputt geht. Was gibt's denn hier? Ja, ich nehme einfach alles und lege den zerbrochenen Gegenstand dann wieder ab. Dann geht das besser. Zack. Kann ich die aufeinander tun? Nee, weil... Liebeswerkzeug plus 6. Also das sollte ja selbst er hinbekommen. Deswegen bin ich geneigt, bei ihm einmal so Schlösser knacken zumindest zu skillen, ja. So dass er dann wenigstens versuchen kann, die Dinger zu öffnen. Ob die Diebeswerkzeuge dann kaputt gehen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ja, ich würde sagen, wir besuchen doch mal den Orkschmied, oder? Was haltet ihr davon? Vielleicht hat er ja ein paar tolle Sachen da, obwohl Orkware ist alles nicht so das Wahre. Attacke! So, und jetzt kann er auch wieder... Ihr habt doch gerade auf Parieren gestellt. Ich habe doch gerade auf Parieren... Kann ich nicht mehr auf Parieren stellen? Okay, anscheinend kann ich gerade nicht mehr auf Parieren stellen. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, weil er frisst jetzt auch gerade ganz schön gut Schaden dafür, dass es nur so wenig Orks sind. Naja gut, er wird auch von 2 geknüppelt, aber... Ein Kupferring, wie schön. Kann man verkaufen. Ist hier irgendwas Besonderes? Ein Waffenständer, mehr nicht. Hier, guck mal, wie viele Waffenständer hier sind! Und da ist einer! Videospiellogik. Aber ich glaube, wenn hier alles irgendwie... Achso, nur plus 1. Naja. Da ist mein Rapier dann doch besser. Was kann denn das Kurzschwert? Das wäre eher was für meine... 19 bis 20 mal 2, 1, W6. Ja, das wäre was für... meine Dämonenschurken. 1W8. Aber ich denke mal, sie hat auch schon ein Langschwert plus 2 sogar. Na gut, er bleibt bei seinem Hammer. Du bleibst bei deinem Stab. Dann ändert sich hier nichts an unserer Ausrüstung. Naja, aber kann man bestimmt auch verkaufen, wie alles andere auch. Muss ich mal gucken, bin ich jetzt schon... Nee, mein Gewicht habe ich noch nicht erreicht. Kann ich jetzt auf Parieren stellen? Ich kann auf Parieren stellen. Super, weil dann kriegt er wenigstens ein bisschen weniger Schaden. Dann dauern die Kämpfe vielleicht ein bisschen länger, weil halt sein Schaden ausbleibt generell. Aber naja, wir... Mein, bisher bin ich damit ja ganz gut gefahren, würde ich sagen, mit Parieren. Und da ich ihn ja auch nominell als Tank oder nominal als Tank spiele, ich glaube nominell, oder? Nominal. Ich weiß, dass er Kapital, dass es da Kapital nominal erhalten gibt, aber das ist auch schon wieder zu lang her. Attacke, Leute! Ich ficke eure Schlaf... Ja, das sieht eher aus wie ein Essensplatz, ja. Von der Seite, von vorne sahen die Tische eben gerade ein bisschen komisch aus. Ach so, ihr kommt auch schon! Das ist doch schön, dass ihr euch mal zu mir gesellt! Also, das ist ja richtig fein. Und wieso ist Quora so weit vorne? Oder? Geh mal zu... Oh, niederwerfen, das war... Geh mal zur Seite... Wieso? Ja, das ist gerade... Erst kommen sie zu spät oder ja, und dann geht Quora auch noch ganz nach vorne mit. Das ist doch Quatsch. Ihr müsst doch ein bisschen aufpassen, Weiber, ja? Ihr könntet euch einen Fingernagel abbrechen. Obwohl sie ihn dann wahrscheinlich wieder ganz schnell hätte nachwachsen lassen können oder mit Baumharz wieder ankleben. Oh Mann. Es sind Feinde in der Nähe. Na komm, wir wollen sie mal nicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Lassen wir sie mal noch ein bisschen da. Sehr gut. So, und jetzt könnt ihr mir... Wieso stehe ich da? Wieso stehe ich nicht beim anderen Ork? Da hab ich wahrscheinlich mal wieder gepennt. Oh, dafür ist der ziemlich schnell hinüber gewesen.
So, wie sieht's eigentlich aus mit Erfahrung? Oh, ist sogar gar nicht mal so schlecht. Gut, hier ist also nichts, was man erbeuten könnte und auch keine der Orks haben irgendwas liegen gelassen. Das ist ja super. Das gefällt uns ja mal richtig gut, dass wir hier nichts mehr looten dürfen. Beziehungsweise können. Ich werde mich nicht davon abhalten lassen. Wenn da was ist, dann zerkloppe ich das zur Not. Wie die ganzen Chests hier, ja. So, wie sieht's denn aus? Oh, ein langer Gang, dann wird hier wieder ein Kampf sein. Oh, ich hatte recht. Was ein Ding. Hätte ja niemand gedacht. Zack. Okay, diese Feinde können uns nicht lange trotzen. Ja, will ich doch mal hoffen. So muss das sein. Die beiden Männer stehen an der Front. Sie kommt hinterher. Wieso sind die so weit auseinander, die Leute? Habe ich da irgendwie was? Nee, dann pennen sie ja ganz. Ist schon alles so okay? Oh, die Tür. Dürfen wir nicht übersehen, da ist vielleicht noch was Wichtiges. Ja, drinnen. Noch mehr Orks. Wieso hat sie denn da hinten? Und wieso sind die Wächter gegen mich? Und wieso ist der... Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Ups! Da habe ich mich gerade mal ablenken lassen von den Kämpfen, die vorher so leicht waren. Sind das überhaupt noch Orks, die mich hier angreifen? Nee! What the fuck? Wieso sind denn hier Menschen? Bora, was? Pennst du? Also ich habe gerade gepennt, aber... Natürlich kann ich! Sie kann ihn dann auch mal einen Heal rausschmeißen. Ja, der Kampf wird ein bisschen anstrengender. Und jetzt möchte ich den Feuerball sehen. Dann fallen hier aber ein paar Leute um. Zack, ey. Da komm, ein Feuerball geht noch. Dann ist aber auch wirklich jeder umgefallen. Dann haben wir noch ihn hier. Und da hinten, weil ja irgendwer da irgendwelche Druidenkräfte benutzen musste, ja. Dann bin ich hier gestunt. Nice. Ich bin immer noch gestunt. Und sie sollte sich mal selber heilen. Natürlich kann ich. Oha, sie hat aber ganz schön Probleme. Heil dich am besten nochmal. Hast du einen Trank zur Not? Nö, sieht schlecht aus. Schaffst du den? Ihr habt euch wohl. Ich werde euch töten. Keine Bewegung. Gut, dann gehst du mal hier hin. Das gibt deine dicke Narbe. Alter, sag mir nicht, die kommen jetzt auch noch. Ja, jetzt habe ich verschissen, offiziell. Ja, gut, Feuerball ist aus. Das war's dann für diesen Kampf. Da hätte ich vielleicht... Ja, gut. Das war ihre Schuld. Da kam, ich hab zwar auch ein bisschen gepennt, dass er dann jetzt schon auf dem Boden liegt, aber... Sie mit ihren Wurzeln, das war ganz klar ihre Schuld. Wo sind wir denn? Bis hier hinten schon. Jetzt ist sie hinüber. Ja, da denke ich, kann ich gleich neu laden. Da bringt ja jetzt nichts, da Zeit zu verschwenden. Ja. So kann das passieren. Ja, so viele Kämpfe unbesiegt. Und dann kommt mal so ein Ding vorbei. Ich penne ein bisschen, sie pennt ein bisschen... Wenn die Konzentration nicht dauerhaft oben ist, dann verliert man auch mal, ja? Und genau deswegen, meine lieben Freunde, ist der FC Bayern auch hoffentlich mittlerweile schon zu Recht deutscher Meister. Ich nehme das heute am Freitag auf, für die ganze Woche. Deswegen weiß ich natürlich noch nicht, ob es so ist, aber ich gehe mal davon aus, ja? Also ich denke mal, davon darf man dann auch ausgehen, auch als Nicht-Bayern-Fan. Ja, und so viel zur Konzentration oben halten, ne? So. Oh, meine Fresse. Maus. Da will man gerade nochmal seine Kehle befeuchten, ey, und dann sowas. So, bleibt jemand am Türrahmen hängen? Nein. Ich warte dann mal auf die Damen. Ja, damit da nicht wieder Missverständnisse passieren.